Ich hatte angenommen, solange der Markt innerhalb der Mauern der Priorei abgehalten würde und die Abgaben den Bau der Kathedrale unterstützten, würde Kingsbridge keine Marktlizenz benötigen. Ich hatte einen großen Fehler begangen. Ich hatte keine andere Wahl, als König Stefan um Hilfe zu ersuchen. Auf Alienas Anraten schloss ich mich den Rittern auf ihrem Weg nach Norden an, nach Lincoln. Immer mehr Menschen schlossen sich uns an. Die meisten von ihnen waren zu Fuß unterwegs und schlecht bewaffnet. Da sich König Stefan auf die Entscheidungsschlacht mit Robert von Gloucester vorbereitete, hatte er alle waffenfähigen Männer seiner Grafschaften nach Norden befohlen. Gegen Abend erreichte unsere Gruppe ein großes Lager von Stefans Leuten. Viele Männer baten mich, mit ihnen zu beten. Es waren Ehemänner, Väter und Kinder, die in einem Krieg kämpfen sollten, den die meisten von ihnen nicht verstanden. Da hörte ich Alienas Bruder Richard einen Mann anschreien. Der Mann weinte und sagte, er wolle nicht kämpfen und bettelte darum, nach Hause gehen zu dürfen. Ich bat Richard, Gnade walten zu lassen. Voller Zorn schrie er, dass er Fahnenflüchtige nötigenfalls selbst hängen würde. Dann unterbrach der Mann uns, indem er Beleidigungen gegen Robert von Gloucester ausstieß und zu lachen anfing. Richard und seine Ritter stimmten ein und ließen den König hochleben. Richard schien mir genauso verzweifelt zu sein wie der junge Mann, nur ohne es zu wissen. Sein Jähzorn und seine Unsicherheit würden ihn nicht zu einem gerechten Grafen machen, dachte ich. Aber wieder hoffte ich, einen grausamen Mann seinen Kampf gewinnen zu sehen, um einen Mann zu schlagen, der noch grausamer war als er, William Hamley. Nach einem langen ersten Tag auf meinem Weg nach Lincoln fand ich einen Platz zum Schlafen. Ich schlief bald ein und träumte von Soldaten. Aber diese Soldaten waren nicht auf dem Weg nach Lincoln. Sie waren den gewundenen Hügelpfad hochgekommen, der zu unserem kleinen Weiler in North Wales führte. Mein Bruder Francis und ich hatten versucht, vorauszulaufen und unsere Eltern zu warnen. Aber wie immer, wenn ich diesen Traum hatte, kamen wir zu spät. König Heinrichs Männer hatten Mutter und Vater getötet. Abt Peter kam und nahm uns auf, genauso wie es vor langer Zeit geschehen war. Doch diesmal war in meinem Traum etwas anders. Ich war damals 6 Jahre alt. Abt Peter hatte uns noch nicht über Gott belehrt. Und doch stellte ich dem Mönch die Frage, warum hat Gott das getan? Und dann hörte ich eine Stimme, die die Frage beantwortete. Und auf dem Boden lag mein Bruder Francis. Es war Bischof Walleran, der geantwortet hatte, und er nahm meine zitternde Hand, um mich zu beruhigen. Dann merkte ich, dass seine Hände voller Blut waren. Ich schreckte aus dem Schlaf auf. Ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl, was Francis betraf. Ich sagte mir, ich hätte seiner Bitte nie nachkommen sollen, zu Bischof Walleran zu gehen. Jetzt hatte ich seit langem nichts mehr von Francis gehört. Und nach Wallerans Bemerkung am Tag zuvor war ich mir nun sicher, dass der Bischof bei seinem Verschwinden die Hand im Spiel hatte. Und dass ich meinen Bruder niemals wiedersehen würde. Nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit erschien, ging die Sonne auf und wir setzten unseren Weg nach Lincoln fort. Unterwegs kam mir in den Sinn, was ich gehört hatte. Bischof Walleran war nach Rom gereist. William hatte im Heiligen Land gekämpft. Ich hoffte, König Stefan würde diese Männer trotzdem als das sehen, was sie wirklich waren. Er musste es.
und ich versuchte mich selbst davon zu überzeugen, dass Gott alles zum Guten wenden würde. Du kommst spät. Ist es erledigt? Nein, der Baumeister, er lebt. Was ist mit dem Heiligen? Ich konnte nicht unbemerkt in die Krypta gelangen. Du enttäuscht mich erneut, Timothy. Wann habe ich euch je enttäuscht, ehrwürdiger Herr? Regan Hamley lebt. Hat sie... Nein. Dein Gift hat sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich unseren Grafen von Shiring nach Kingsbridge schicken, um das zu vollenden, was du nicht geschafft hast. Kingsbridge wird fallen. Beeilt euch, mein Freund! Oder wollt ihr unseren König jetzt doch nicht sehen? Ich fürchte, ich muss. Dann lasst uns keine Zeit mehr vergeuden. Kommt, Philipp. Wo finden wir König Stefan? Wer fragt? Richard von Kingsbridge. Ich hab von euch gehört. Nur Gutes, hoffe ich. Vielleicht. Ihr könnt direkt in die Kathedrale rein. Wo sind die ganzen Ritter und Soldaten? Ich sollte vorgehen. Aber dies ist ein Haus Gottes. Nur noch 2 Tage. Wenn Sie wüssten, was gut für Sie ist, würden Sie sich ergeben. Ich wäre enttäuscht, wenn Mathilde so einfach aufgeben würde. Mein König! Ihr habt mein Schwert! Gut! Wer ist das? Richard von Kingsbridge. Ach, der... Was ist jetzt mit diesen Bogenschützen da draußen? Ach, Sir Richard, ihr habt es geschafft. Musste mich um einen Mönch kümmern. Ihr besucht besser die Gegenseite, Vater. Sie sollten beten, denn wir werden ihnen die Köpfe abschlagen. Ja. Hört, hört. Ich erspare mir seine Bosheit und Tücke. Es gibt keine Alternative. Ich muss selbst rausgehen und sehen, was da los ist. Mein König, Ranulfs Bogenschützen warten nur auf euch. Sie wissen, dass Sie meiner Gnade ausgeliefert sind, sobald ich mit dem Bastard Robert und Ranulf, dem Verräter, fertig bin.
Ich bezweifle, dass sie auf mich schießen würden. Stefan, sei vernünftig. Henry, die Kirche sollte jetzt mal schweigen. Wir sind im Krieg. Tja. Wunderbar. Und jetzt? Jetzt gehe ich da raus. Ohne einen Pfeil abzukriegen. Ich muss wissen, warum sie plötzlich die ganzen Bogenschützen da oben postiert haben. Gebraucht bitte einmal euren Kopf. Denkt nach. Ja, mein König. Mein König. Ihr? Was wollt ihr denn hier? Seid ihr gekommen, um Buße zu tun für diese gotteslästerlichen Schriften, die ihr eure Mönche schreiben lasst? Nein, Bischof Henry. Ich... Also zweifelt ihr weiter die Autorität eurer Bischöfe an, unseres Papstes? Henry! Wie könnt ihr es wagen, euch hier zu zeigen? Henry! Ich sagte dir, dass ich nicht gestört werden will. Dieser Mensch gehört in eine Zelle geworfen. Vielleicht kommt er dann zur Einsicht. Was? Weil er nicht an deine Wunder glaubt. Ich gebe ja zu, dass es einen gewissen Unterhaltungswert hat, jemanden über glühend heiße Pflugscharen laufen zu lassen, um seine Unschuld zu beweisen. Sicher. Stefan! Der Mönch hat aber natürlich recht. Wunder geschehen immer dann, wenn die Kirche sie am meisten braucht. Wer da an Wunder oder Zufall glaubt, hat an meiner Tafel nichts zu suchen. Ach. Wie ist euer Name, Mönch? Philipp von Gwyneth. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder euch einsperrt. Wenn euch jemand einsperren sollte, werde ich das sein. Mein König, ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Dafür ist keine Zeit. Es sei denn, ihr habt eine Lösung für mein Problem. Die Bogenschützen auf der Burgmauer würden mich liebend gerne mit Pfeilen bedenken. Deshalb muss ich hinaus und mir selbst ein Bild der Lage dort draußen verschaffen. Wenn euch nichts dazu einfällt, verschwendet besser nicht meine Zeit. Und ich lasse euch doch einsperren. Ein Schild könnte sicher einen Pfeil aufhalten. Herr, ihr könntet einen Schild nehmen, um euch zu schützen. Ein gut gezielter Pfeil kann einen Schild durchbohren, sogar einen Helm. Warum tragen dann all diese Männer Helme? Als Glücksbringer. Was glaubt ihr, ist der sicherste Weg, sich einem Bogenschützen zu stellen? Überlegt ihr, mit uns in die Schlacht zu ziehen? Er wird einer von uns, endlich! Schon gut. Nein.
Die Ratgeber des Königs glauben, es wäre gefährlich für ihn, hier im Sichtfeld der Bogenschützen zu stehen. Sie haben recht. Ach ja? Macht euch keine Sorgen. Sie werden ihre Pfeile nicht an Mönche und Bauern verschwenden. Aber der König wäre sicher ein verlockendes Ziel. Es würde den Krieg im Handumdrehen beenden. Ich würde auch nicht zögern, den Bastard von Gloucester zu erschießen. Ihr euch wie ein armer Mann kleiden würdet, nicht wie ein König oder Soldat, werden die Bogenschützen vielleicht nicht schießen. Das ist höchst unangemessen, Philipp von Gwynedd. Das stimmt. Aber er hat recht. Robert ist ein Bastard, aber seine Männer sind nicht ohne Ehre. Wer seid ihr noch gleich, Mönch? Warum seid ihr hier? Ich bin der Prior von Kingsbridge, Herr. Ah, natürlich, der Prior von Kingsbridge. Ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Was kann wichtig genug sein, um den König zu solch einer Zeit zu stören? Robert von Gloucester wird in 2 Tagen angreifen. Wollen wir sehen, ob er es ernst meint, hm? Zieht eure Kutte aus, Prior von Kingsbridge. Es war schließlich seine Idee. Ranulfs Männer sind schon den ganzen Tag unruhig. Warum, frage ich mich. Es ist so eine simple Mauer. Und doch könnte sich Ranulf von Chester mit all diesen Männern noch einen weiteren Monat dahinter verkriechen. Aber warum dann diese ganzen Bogenschützen? Sie wären drinnen sicher. Sie brauchen nicht da oben zu stehen. Der verstorbene Percy Hemley und die Priorei von Kingsbridge hatten eine Vereinbarung. Ich erinnere mich. Und seinem Sohn zufolge habt ihr dieses Abkommen gebrochen, indem ihr einen illegalen Markt in Kingsbridge veranstaltet habt. Er hat es euch gesagt? Die Einnahmen wurden nur für die Kathedrale verwendet. Ich wusste nicht, dass wir eine Genehmigung brauchten. Der Markt wurde auf Kirchengrund abgehalten. Die Kirche steht nicht über dem Gesetz. Dies ist nicht das Heilige Römische Reich. Nein, natürlich nicht. Euer Markt ist illegal. Ich habe William in seiner Entscheidung unterstützt, euch zu bestrafen. Denn der Markt zahlte ja nicht nur für die Kathedrale. Er zahlte auch für die Kinder des Verräters Bartholomäus. Aber Aljena und Richard sind keine Verräter. Ihr habt es selbst gesagt. Ihr habt gesagt, sie seien frei. Ich erinnere mich an meine Worte, Mönch. Aber der Graf von Shiring sagte mir, dass ein Ritter in meinem Gefolge mich zu überzeugen versuchen wird, meine Loyalitäten zu überdenken. Dazu kann ich nichts sagen. William Hamley und Bischof Walleran sagten, ihr werdet gerissen. Jetzt weiß ich, warum. Herr, ihr dürft ihnen nicht trauen. Hört gut zu. Ihr werdet keine Marktgenehmigung erhalten. Und Bartholomäus Kinder werden hängen, wenn sie gegen meinen Grafen von Shiring vorgehen. Habt ihr verstanden? Ich verstehe. Natürlich. Deshalb sind die ganzen Bogenschützen da oben. Robert von Gloucester greift nicht in 2 Tagen an. Er greift heute an. Zu den Waffen! Es ist ein Hinterhalt. Nehmt nicht das Vordertor. Sie wussten, das würde uns rauslocken. Ich brauche mein Pferd.
Als Stefan und seine Männer dem feindlichen Heer entgegenzogen, drängte mich Bischof Henry mit ihm, den Kirchturm zu besteigen. Seine Sorgen hatten ihn unseren Streit vergessen lassen. Ich war noch nie so hoch oben gewesen. Betet mit mir, Philipp. Betet, dass Stefan siegt, damit dieser Krieg enden kann. Ich schloss die Augen, um zu beten. Und ich vergaß Kingsbridge und den Markt und meine eigenen Sorgen. Und ich betete einfach für den Frieden. Und dabei wurde mir klar, dass ich seit dem Traum, in dem meine Eltern wieder gestorben waren, nicht mehr gebetet hatte. Würde Gott meine Gebete wieder nicht hören, wie in jenem Traum? Ich bat den Herrn, mich zu erhören, mir zu zeigen, dass er da war. Philipp, seht! Ich war zu weit weg, um zu verstehen, was da vor der Stadt geschah. Roberts Männer, sie gewinnen! Stefan ist verloren! Ich hatte das Gefühl, dass sich alles um mich drehte. Ich hatte Angst zu fallen. Ich schloss die Augen. Und dann sah ich. Sie brechen das Kirchentor ein! Dann wusste ich, dass wir es waren. Wir allein. Da ist kein Teufel, uns zu schaden. Kein Gott, uns zu erretten. Wir allein. Philipp blieb für 2 Wochen verschwunden. Wir wussten nicht, was mit ihm geschehen war. Aber, wenn ich ehrlich bin, hatten wir damals ganz andere Sachen im Sinn. Ellie und ich. Bist du sicher, dass wir allein sind? Hier gibt es nur dich und mich. Sieh doch nur. Sag ich doch. Ich hoffe, Philipp und Richard geht es gut. Ich auch. Sag, Jack, hast du unser Buch gelesen? Was ist mit dir? Wie fandest du es? Philipp ist schuld, wenn all dies zugrunde geht, weil er einen illegalen Markt durchgeführt hat, trägt er alleine die Verantwortung. Ich habe Vertrauen in ihn und das solltest du auch. Wer sonst könnte Kingsbridge retten, wenn nicht er? Erinnerst du dich noch an den Text? Naja, was ist denn mit dir? Nein. Vor mir stand er, das Gewand am Boden. Sein vollkommener Körper bot sich mir dar. Ging es da nicht
Um eine Frau? Oh, da habe ich wohl was verwechselt. Womit? Bin mir nicht sicher. Nein. Oh, ihre Schultern und Arme, die ich erblickt und berührte. Und ihre liebliche Brust hielt ich in bebender Hand. An den Teil erinnere ich mich. Wirklich? Ja. Schlank anschloss sich sein Leib an die schwellende Brust. Hüften reizend gewölbt, ein vollkommener Hintern. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Und wenn? Gefällt dir meine Fassung nicht? Oh doch, sehr. Aber was sage ich noch? Nichts Unvollkommenes sah ich. Und so schloss ich sie nackt fest an die Brust. Jack. Ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. Auf immer und ewig. Wir sind allein, Jack. Du und ich. Wir sind es. Nur wir. Nur wir. Hey! Prior Philipp! Mönch! So ist es besser. Lass sie nie Schwäche sehen. Steh aufrecht. Was ist mit Ranulfs Leuten? Die sind wahrscheinlich froh, endlich aus der Burg raus zu sein. Jetzt sind sie wahrscheinlich auf der Suche nach Frauen und Wein. Was starrt ihr so, Mönch? Warum tut er das alles? Weil ich es will. Weder Gott, Blutlinie, noch das Schicksal hat mich zum König gemacht. Ich habe mir den Thron erstritten. Es war mein Entschluss zu herrschen. Und es war mein Entschluss zu kämpfen. Und ich bin noch nicht fertig. Ist es die ganzen Toten wert? Mathilde zu besiegen? Bei Gott, ja. Es ist ein Spiel und ich werde es gewinnen. Richard! Ihr solltet keine Aufmerksamkeit auf euch lenken. Nicht, wenn ihr in einem Käfig steckt. Außer ihr seid der König. Warum bin ich hier drin? Ihr gehört zu uns, oder nicht? Ich habe für Frieden gebetet. Frieden gibt es nur zwischen einer Schlacht und der nächsten. Ihr hattet recht mit William Hamley. Inwiefern? Sobald die Schlacht sich gegen uns wendete, wechselten er und seine Männer die Seite. Der Graf von Shireen kämpft jetzt für Mathilde und Robert. William Hamley kämpft nur für sich selbst. Und für Bischof Walleran. Ich werde euch Marktrechte gewähren. Dieselben wie Shireen. Das wollt ihr? Warum?
Ihr hattet recht mit William. Aber ihr seid kein König mehr. Über kurz oder lang wird der Thron wieder mein sein. Nehmt einfach an, ich gab euch das Recht, bevor die Schlacht verloren wurde. Habe ich darauf euer Wort? Ich werde es Kaiserin Mathilde mitteilen. Haltet euren Markt ab. Gebt nicht nach. William Hamley wird keinen legalen Weg finden, gegen euch vorzugehen. Ich werde den Wachen sagen, es gibt keinen Grund, euch länger festzuhalten. Was ist mit euch? Meine Getreuen sind bald wieder am Zug. Das Spiel ist noch nicht aus. Ich habe ihnen befohlen, Robert gefangen zu nehmen, für einen Austausch. Mathilde weiß, dass es nicht vorbei ist. Sie wird jeden Tag genießen, den sie mich unter Schloss und Riegel hat. Sie ist ihres Vaters Tochter. Aber der Thron von England ist mein. Wenn ihr Frieden wollt, wenn ihr das Leben der Unschuldigen schonen wollt, dann müsst ihr aufgeben. Niemals. Das ist das Einzige, was ich nicht kann. Dann gibt es wirklich keine Hoffnung. Wachen! Lasst den Mönch frei!